Ah, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger. Das hier ist ein Horrorspiel und zwar The Descent ist jetzt die Tage auf Steam rausgekommen, im neuen Jahr sogar schon. Und wir werden es jetzt gemeinsam spielen. Es wird ein Einteiler und ich wünsche euch viel Spaß damit. Frisch mit einem Abschluss in Journalismus ausgestattet, kehre ich in meine Heimatstadt zurück, verfolgt von den gruseligen Erzählungen rund um die Rockwell-Mine. Diese beunruhigenden Geschichten schwirren seit Jahren herum und ihre Dunkelheit wirft Schatten auf die Gemeinschaft. Mithilfe der Fähigkeiten und des Wissens, die ich in meinem Studium erworben habe, bin ich nun bereit, die mysteriöse Geschichte zu entschlüsseln, die diese Geheimnisse der Mine verbirgt. Während ich mich an meinen ersten Untersuchungen wage, die sich auf die Vorfälle in der Rockwell-Mine konzentriert, hoffe ich, dass das Glück mir bei der Suche nach der Wahrheit zugutekommt. Oh, das war richtig. Das war perfekt. Vor der Zeit. Alles klar. Ich lese ja immer gerne ein bisschen schneller bei sowas, weil... Man kennt es ja, die werden immer viel zu kurz eingeblendet, diese Texte. Die Animation ist schon mal cremig. Wer hat denn solche Bilder im Büro? Asset-Bilder natürlich. Oh, ich bin mal gespannt. Also... Das ist eine Mundharmonika, die ich da höre. Alter. Wer hat denn so eine Musik? Die Bob Dylan Jam Session oder was? No parking. Und ich park natürlich. Alles gut. Sehr schön. Oh. Drücken Sie F für die Taschenlampe und nicht pressen Sie F für die Torch. Oder für die Fackel. Ja, und nochmal, Torch ist British English, das ist schon richtig so. Also British English und American English ist zwar zum Großteil gleich von den Worten her, aber manche unterscheiden sich. Sowas wie Trunk zum Beispiel. Trunk oder Boot. Im Englischen heißt der Kofferraum Boot und im Amerikanischen Trunk. Oder halt auch die Torch oder Flashlight, egal. Objectives, schauen Sie sich in der Gegend um, um ein Werkzeug zum Entriegeln des Eingangstors zu finden. Ah ja, Private Eye Investigations. Ich habe auch so ein Notizbuch. Steht da auch drauf. Nur mit Private Eye, also EI. Privates Ei. Egal. So. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. So ein richtiger, schöner Jumpscare-Horror könnte das werden. Was haben wir denn hier? Mindsight noted trespassing. Emma Wilson, Alter 16. Hat die hier in der Mine gearbeitet? Auf jeden Fall wird sie vermisst. In der Abandoned Rockwell Mine. 1950. Ja, das Plakat sieht aus, als wäre es von 1950. Ist klar. Emma Wilson, eine 16 Jahre alte, hat, also 16-jährige altes Mädchen, hat ihren Geburtstag gefeiert in der verlassenen Rockwell Mine. Bababa, mit ihrem Vater und so weiter. Helfen Sie uns, Emma Wilson zu finden. Teilen Sie es mit Ihren Freunden und spread the word. Also erzählen Sie es weiter. Michael Turner, 38. Ja, der sieht aus, als wäre er von 1950. Drei Tage Bart und alles. Miner Operator, help us find Michael, okay. Aber warum nehmen sie hier ein computergeneriertes Bild? Und hier ein echtes Bild. Sehr witzig schon mal. Ah ja, der sieht auch aus, als wäre er von 1950. Also alleine schon an dem Haarstyle sieht man, dass es nicht ist, wahrscheinlich. Egal. John Patterson und so weiter. 1950. Breaking News. Hidden Tragedy. Cover-up reveals startling truth in abandoned mine. Aha. Sinister cover-up was recently unveiled. The mine, long rumored to harbor a dark history, has been attempting to obscure the truth about missing individuals far more than the previous... Ich überflieg's nochmal kurz. 80% der Arbeiter hier waren ohne Familie. Und somit hat man nichts von ihrem Verschwinden, ja, nicht Notiz genommen irgendwie. Aha. Haben sie etwa mit Absicht Leute ohne Familie ausgesucht für die Arbeiten hier, weil sie wussten, dass das passiert? Haunting Mystery Demands Resolution. Also es waren harte Arbeitsbedingungen und, ja, unheimliche Umstände und die sind halt einfach verschwunden. Das Bild, ey, John Bolton. Ja. Er sieht auch auf jeden Fall wie ein echter Mensch aus. He has never returned from the mine. Authorities have not been able to locate him since. Ja, auch er ist in der Mine verschwunden. Lass mich raten. Yo. There's no key in inventory. Das ist auch ganz schön dunkel, ne? Aber wir gucken uns mal um.
Rockwell Mine Entrance. War es nicht gerade heller, als wir angekommen sind? Ich meine, da unten ist es eh dunkel, aber warum fährt man in der Nacht hierher? Ja, vielleicht gut, wenn Leute das überwachen, was hier los ist. Dass es vielleicht noch Sicherheitspersonal gibt. Ja, macht das irgendwie vielleicht schon Sinn. Oh, die alte Karre hier. Okay. Sehr gut, Boltcutters. Ach, hier darf ich parken. Parking only. Oh, ich kann nicht rennen, leider. Voll abgefahren. Also ich finde die Location schon mal sehr geil. Hätte ich auch Bock drauf, mir das anzugucken. Ups. Auf jeden Fall. Oh, es bin. Ja, unlocked kann man auch dazu sagen. Was haben wir denn? Untersuchen Sie die Rockwell Coal Mine. Okay. Wie gesagt, ich finde es so von. Rein von der Atmosphäre und der Optik schon mal sehr geil. Oh! Holy. Oh, das will ich ja nicht sowas. Sag mal, ruckelt das? Nee. The best thing to come out of the coal mine is the miner. Das Beste, was aus einer Kohlemine kommt, ist der Minenarbeiter, ja. Sehe ich auch so. Ohne Scheiß, das wäre sowas, was ich gar nicht gerne machen würde. Haunted Legends emerge from abandoned mine. The twist of the eerie and unexplained abandoned Rockwell mine has revealed a tapestry of haunted legends, shrouding its dark history in enigmatic tales and unsettling whispers. As more miners delved into the mine's passages, they found themselves immersed in a world where folklore and superstition intertwined with reality. Stories of apparitions, ghostly voices and unexplained phenomena had long haunted the mine's reputation, but now the miners were expected, blah, blah, blah. Überflieg's kurz. Also, es gibt wohl Ermittlungen in der Hinsicht und man sagt, dass es hier übernatürliche Ereignisse gibt, so Sichtungen oder Geräusche, Flüstern, ne? Ja, an diesem ominösen Ort gibt es wohl eine Wahrheit, die entdeckt werden soll. Okay, da freue ich mich ja drauf. Nee, ich freue mich wirklich. Ist kein Scherz. Richtig geil. Noch eine Zeitung. Government shuts down Rockwell Mine amidst growing death toll and missing miners. Also es werden wohl immer mehr Leute vermisst und sterben Leute hier. Deswegen hat die Regierung die Mine geschlossen. Long overdue action, government has made it. 100 Minenarbeiter sind die letzten Tage verschwunden. Oder mehr als 100 Minenarbeiter. Warum hat es so lange gedauert, diese Entscheidung zu treffen? We urge anyone on information business activities to report unto local police. Also wir bitten alle, die Informationen bereithalten, sie der lokalen Polizei mitzuteilen, so. Ja, ist ja klar, ne? Die wollen ja wissen, was mit den Leuten passiert ist. Knarzen auch die ganze Zeit. Ah, sehr gut. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht vorne reingekommen, wenn ich jetzt hier durch die Seite reingehen kann. Das ist schon geil, ne? Also ich find's schon echt... Was war das? Alter. Uah. Dieses Geknarze. Ah, muss ich doch von vorne rein. Hier geht's, glaube ich. Oh. Was ist denn hier verschlossen? Da ist doch nur so ein Vorhängeriegel. Aber sonst noch nichts. Hier nochmal vorne an die Mine. Ach, das. Noch eine Zeitung. Boah. Schon hart unheimlich, ne?
Eine Wasserpumpe. Vor allem ist es halt auch echt gut gebaut hier alles. Es sieht alles aus, als könnte das schon echt so sein, ne? Nicht... Okay, was? Nicht so ausgedacht halt, ne? Aha. Ich habe noch eine Zeitung gefunden. 10 Miners trapped in abandoned mine. Also 10 Minenarbeiter sind hier gefangen worden. In der Mine. Alter, was war das denn jetzt schon wieder? Delve deep into mines, intricate tunnels. Aha, communication with the chairman. Aha. John Patterson, der Eigentümer der Rockwell Mining Company. Der gilt doch als vermisst, oder? Den haben wir doch draußen gesehen. Safety of our miners at utmost importance. Aber outstanding today is a mystery surrounding the Rockwell Mine continues deep in... Ja, also sie haben die... Und ich... Oh. Was ist denn hier umgefallen? Sie haben die wohl nicht gefunden, die Leute. Oh crap, die Tür ist zugefallen. Das war das, was er so gescheppert hatte. Und jetzt geht sie auch nicht mehr auf. Geil. Na, was mache ich jetzt? Kann ich hier rübersteigen? Auch nicht, ne? Da liegt ja noch was. Notiz. Es ist niemandes Schuld, aber der unaufhaltsame Methanaufbau, also der Methanzuwachs in dieser Mine ist wie eine tickende Zeitbombe. Ja, also die, ja, es geht auf jeden Fall über das hinaus, was man so erwarten würde an Menge von Methangas. Jeder hat gesagt, dass das Equipment in Ordnung ist und, ja, sie... Und sie versichern uns, dass nichts passieren wird. Also das wird sich einfach auflösen. Sie sagen, wir sollen weiterarbeiten. Sie haben so eine Art Entschuldigung. Also sie geben uns eine Entschuldigung, dass es so eine Art magnetische Interferenz gibt. Und ich kann das Gefühl aber nicht abschütteln. Das werden wir weiter in die Mine runtergehen, wenn wir eine Art Signal stören werden. Aber was, wenn ich falsch liege? Was, wenn nur ein einziger Funke uns aus der Existenz löscht? Ja, soll ich vielleicht meine Bedenken preisgeben? Michael. Ja, Methangas, ein Funke, peng. Ja, macht das... Oh, ey. So, was mache ich denn jetzt? Ich komme nicht mehr raus. Die Türen gehen nicht auf. Ach, auf einmal. Wow, okay. Pressen Sie F für die Fackel. Warum geht das nicht an? Investigate the coal mine, ja, ja. Ein fieser Geist. Geht das? Ich schätze mal, ich baue eine Sicherung. Boah, okay, dieses Geknarze, ne? Notiz. Ich und ein Team von Mitarbeitern, wir gehen tiefer in die Mine rein. Die Aufgabe ist es, dass wir eine kontrollierte Explosion auslösen sollen. Per Anweisung soll ich zurückbleiben, da ich der Newcomer im Team bin. Etwa 10 Minuten später habe ich das betäubende Geräusch von Explosionen gehört. Als die Retter endlich in der Mine ankamen, haben sie entdeckt, dass nur Harry Donald überlebt hat. Trotzdem war er nicht dieselbe Person, die er einst war. Irgendwas ist schrecklich schiefgegangen in den Tiefen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich wünschte, es hätte etwas gegeben, das ich für sie tun könnte, John. Okay. John. Kann man halt nichts machen. Die sagten ja, es ist... Was? War da was? Die sagten ja, es ist alles voller Methan. Sabotage on Earth. A sinister plot in Abandoned Mine. Sabotage? Es atmet schon wieder was. Also es gibt auf jeden Fall... Es gibt wohl Vermutungen, dass es sabotiert worden ist. Wer hätte das Leben der Minenarbeiter so gefährden können? Rescue Teams, Local Authorities, no on high alert. Attempt to navigate the treacherous tunnels. Also sie sind auf jeden Fall in der Alarmbereitschaft, als sie die Tunnel durchforsten.
Und da ist er wieder weg. So, wo ist denn jetzt die Sicherung? Das war eben noch nicht mit Brettern versperrt, oder? Okay. Es ist halt schon sehr triggerlastig, das Spiel. Ach, jetzt ist hier eine Leiter runtergekommen. Die habe ich gar nicht gesehen im ersten Moment. Hört sich nach Metall an, sieht aber aus wie Holz. Ist okay. Na, kommt gleich so ein Alma-Moment aus 4? Nee? Okay. Vertane Chance, wenn er mich fragt. Da hätte man jetzt mal locker so einen Jumpscare platzieren können. Was ist das? Ist da was drin? Die Lampe überstrahlt so. Ein unvorgesehener Kollaps der Mine. Ja, hat... hat einfach zur Folge gehabt, dass keiner entkommen konnte. Es fand eine gewagte Rettungsorganisation statt, die schnell organisiert wurde. Aber unerwartete Komplikationen sind aufgetaucht. Für beide Seiten, für die Minenarbeiter und für das Rettungsteam. Unsere unsere Kollegen sind in die blockierte Sektion gegangen und wollten Jack erreichen, der tiefer in die Mine gegangen war, als der Kollaps stattfand. Sie haben es nicht geschafft und alles, was ich gesehen habe, war tot. Ich hätte derjenige sein sollen, der mit ihnen da drin war. Meine geistige Gesundheit rinnt mir durch die Finger und wenn die Rettung fehlschlägt, dann frage ich mich, was der Sinn hinter all dem war, Joe. Aha. Eine Generator A-Fuse. Okay. Na gut. Ich bin ja gespannt, wann wir jetzt mal in die Mine runter können, weil das soll ja wohl eigentlich so der Hauptteil sein, oder? Hey. Warum knarzt es da schon wieder so? So. Sehr gut. Alter. Ja, sehr gut. Mir gefällt das Knarzen so gar nicht. Vor allem auch dieser alte Aufzug gefällt mir so gar nicht. Boah, da macht irgendjemand was die ganze Zeit. Nochmal ein Text. Die Minenarbeiter werden alle in einer alarmierenden Rate krank. Und sogar so krank, dass sie andere angreifen an einem bestimmten Punkt. Mit der Hacke in der einen Hand können sie, oder mit der Hacke in der Hand können sie, also mit der Hacke in der Hand eines kranken Individuums kann ganz schön viel Schaden angerichtet werden. Zum Glück hat John, der Größte in der Gruppe, es geschafft, ihn sofort zu beruhigen. Die Frage ist aber in unseren Gedanken, was hält diese Mine im Inneren noch bereit, Kyle? Also was für Schrecken lauern noch in der Tiefe dieser Mine? Zombie-Methan oder was? Also... Oh, da ist schon wieder die Leiter runtergefallen. There's no key in inventory. Also... Irgendwas hat die... Und warum ist die Tür jetzt zugegangen? Irgendwas ist wohl dafür verantwortlich, dass die Leute durchgedreht sind. In der Mine. Was denn?
Oh, und die Tür ist aufgegangen. Ah, da steht wieder einer. Cool. Oh, das war aber ein großer Typ, hä? Unangenehm. Das Kommunikationsequipment hat plötzlich Fehlfunktionen. Es resultiert in Verwirrung und ein Zusammenbruch der Kommunikation oder Koordination während einer einfachen, also was eine Routine-Rettungsoperation sein sollte. Als Konsequenz wird Tom die Schuld für die Explosion zugesprochen. Da er es versäumt hat, das Methan irgendwie abzuleiten, was zu diesem katastrophalen Kollaps geführt hat, James. Ja, das ist halt... Es ist schon gut gemacht. Mir gefällt's auch. Wie gesagt, das Problem ist für mich jetzt nur, dass man immer diese Triggerpunkte ablaufen muss, bis was passiert, ne? Das ist halt... Ist mir halt so viel geskriptet hier. Das macht so ein bisschen runter, die Horror-Experience, leider. Naja. Und so viel Texte. Es wäre halt besser gewesen... Okay, hätte man so eine Art Show-Don't-Tell gemacht. Also zeig den Horror, aber erklär es nicht die ganze Zeit. Okay, dieser verdrehten Realität gibt es wohl kein Entkommen aus diesem Albtraum. Ich fühle, wie die Dunkelheit sich immer näher um uns schließt und ich bin nicht sicher, ob es einen Weg zurück gibt in die Welt der Lebenden. Ich hoffe, du kannst mir für meine Sünden vergeben, Robert. Wer denn? There is no God. Kann ich da runterspringen? Yes! Ach, hier liegt ja noch ein Text. Das fortgeschrittene Alter und diese Zersetzung der Mine sozusagen sind kritische Faktoren, die strukturelle Probleme mit sich bringen. Und was zum Anschluss der Mine, der Minenarbeiter geführt hat. Man kann nur hoffen, dass das Sicherheitsteam es wirklich durch die... Was? Inspected the Tunnels. Also, dass das Sicherheitsteam die Tunnel wirklich gut inspiziert hat, richtig? Als ein einfacher Arbeiter hier hoffe ich, oder vertraue ich darauf, dass sie ihre Verantwortlichkeiten richtig wahrnehmen. Trotzdem kann ich mir nicht helfen und bezweifle die Sicherheit dieser Struktur. Diese strukturellen Probleme sind seit kurzem tägliche Probleme oder tägliche aufgetreten. Und ja, bla, Johnny. Ah, oh, diese Texte, diese ganzen Texte die ganze Zeit. Ah, jetzt ist die Tür hier aufgegangen. Na toll. Hab's mir fast gedacht. So, was haben wir denn hier? Unsere Funkgeräte sind frustrierenderweise sehr unzuverlässig in einer gewissen Tiefe. Und es gibt uns das Gefühl, als wären wir isoliert. Die Situation ist eskaliert. Ja, und es gibt immer wieder Diskussionen deswegen. Unsere Überlebenden sind aber immer noch der Meinung, dass alles perfekt funktioniert. In diesem Fall, was tun wir, wenn wir die Kommunikation komplett verlieren, wenn wir tiefer in die Mine gehen? Thomas. Okay. Gibt es vielleicht bald mal einen Schlüssel irgendwo? Sonst renne ich nochmal hin und her die ganze Zeit. Oder vielleicht noch ein Zettel, warum nicht? Die Minenarbeiter gehen gegeneinander an. In einer Bruchteil einer Sekunde scheint alles perfekt zu funktionieren. Im nächsten Moment gibt es Überraschungsangriffe von hinten. Das passiert in einer alarmierenden Rate. Die Behörden sagen, dass es wohl an exzessivem Trinken liegt. Und sie warnen davor, dass die Operation stillgelegt wird, wenn das weiter so geht. Ich verstehe nicht. Sie haben sich niemals gegenseitig angegangen, auch wenn sie betrunken waren, Daniel. Okay. Natürlich ist jetzt hier abgeschlossen. Okay. Die Tür geht immer noch nicht auf.
Hat der Kessel gepfeift. Gepfiffen. Das Radio ist ein geheimer Geigerzähler. Okay, nice. Steht hier Call Miners Pre. Ja, ja, komm. Kann ich jetzt hier durch? Hab ich genug Trigger Points? Nee, okay, doch nicht. Ja, es fehlt ja offensichtlich ein Schlüssel irgendwo. Da atmet schon wieder jemand. Und irgendwo ist schon wieder Geigerzähler. Vielleicht. Jo, da ist wieder jemand. Okay. Alles cool. Jetzt kann ich hier raus. Boah, ich weiß nicht. Ich will's mögen, ne? Ich will's wirklich mögen, das Spiel. Also wirklich, wirklich. Weil es halt schon ein cooles Setting ist. Aber so diese Trigger Points ablaufen, ist halt sehr altbacken. Da hängt schon wieder einer rum. Hallo, ich komme mal rüber zu Ihnen, ja? Hallo. Ist das jetzt wirklich eine Leiche? Da liegt schon wieder ein Text. Ach so, das... Ah, ich weiß, wo das ist. Die Explosion hat uns komplett überrascht. Wir haben einfach nur gearbeitet, als plötzlich das Chaos ausbrach. Aber das Team hat den Felsen entfernt und alles war Routine. Da habe ich rübergeschaut und ein paar Arbeiter sind aus der tieferen Sektion gekommen und haben sich auf uns zubewegt. Als sie näher kamen, habe ich gehört, wie sie schrien und dann hat plötzlich ein Dynamit, also eine Dynamitstange Feuer gefangen und es explodiert. Das war komplett unerwartet. Diese Dynamitstangen haben lange Drähte, um sie zum Explodieren zu bringen oder lange Zündschnüre. Was in aller Welt ist da unten geschehen? Ich bin dankbar, dass ich 50 Feet, also was ist das? Was ist denn ein Feet? 25 Zentimeter? Da ich auf jeden Fall eine Weile weg, also Entfernung hatte zu der Sache und den Tunnel sicher verlassen konnte. William. Also ein Inch sind ja 2,5 Zentimeter. Was ist dann ein Foot? Ich glaube 27 oder irgend sowas. Endlich ein Schlüssel. Warum ist hier ein Sarg in der Ecke? Kann ich den Text vielleicht doch lesen? Kommst du jetzt hierher, oder was? Hat er die Leiter runter jetzt? Macht er? Ich glaube, der macht die Leiter runter. Eine albtraumhafte Existenz ist hier unten. Zwischen Realität und Übernatürlichkeit. Als ich an diesem Seil hänge, halte ich das Leiden nicht länger aus. Der unerträgliche Horror, die grausamen Tötungen, die heimsuchenden Visionen, die mich so weit getrieben haben. Ich liebe euch alle, aber ich kann das nicht mehr aushalten, Matthew. Boah, dieses Geknarze, ne? Das macht mich ganz kirre. Ich sag ja, es hat echt geile Momente. What? Oh. Hey. Ah. Tschüss. Okay, also offensichtlich kann es hier doch was schädigen.
sah eben komisch aus, der Schlüssel. Turn on the power for the elevator inside the control room. Warte mal, warum ist es eigentlich... War das nicht mal Deutsch? Was ist das alles? Tief in der Mine gibt es... ja, eine Unruhe unter den Arbeitern. Jedes Mal, wenn sie auf den tieferen Ebenen arbeiten, dann zeigen sie ein unstetes und aggressives Verhalten. Es ist so, als ob der Druck da unten sie irgendwie kriegt. Was genau das verursacht, ist ein Mysterium. Es ist ein Phänomen, anders als alles, was ich bisher in meinem Leben gesehen habe, David. David! Wir... Spike Cave. Also wir haben Spitzen, ungewöhnliche Spitzen bemerkt in Höhlen. Nicht wie in unseren normalen Schichten. Irgendwas scheint einfach nicht richtig zu sein. Die Inspektoren versichern, dass alles doppelt überprüft wird von Top-Professionellen. Ich will Ihnen glauben, es gibt extra dicke Unterstützungsbalken an den Wänden und in diesen Gebieten sollten Kollapse einfach nicht passieren, aber es geschieht. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und andere haben dieselben Bedenken. Als würde etwas hier tief aus der Mine alles verursachen. Ich kann es nicht länger ignorieren. Ich muss einen Weg rausfinden. Diese Mine fühlt sich nicht richtig an, Henry. Okay. Hallo? Ich würde da nicht runtergehen. Ah, da ist er wieder. Ah! Oh, ich habe Gänsehaut am Arsch und im Nacken und am Rücken und überall. Diary updated. Was haben wir denn? Ja, jetzt ist wieder Deutsch. Da setzen Sie die Erkundung des unterirdischen Kohlebergwerks fort. Wie es gerade passt. Deutsch oder Englisch? Tor 2 ist zu. Was? Achso, da ist wirklich ein Schlüsselloch. Ich dachte, das wäre jetzt so aus, wäre es einfach nur mit Holzbalken so. Oder Holzbrettern ein bisschen abgestürzt. Hardhead Area, tja. So schlau wie ich bin, habe ich gar nichts dabei. Yay! Ah, guck mal, das ist der Schutzkeller. Caution, unprotected mineshafts in this area. Alter, das wäre so eins, glaube ich, der Sachen, was ich nicht gerne machen würde. Überhaupt nicht gerne. Einfach mal in so eine Mine gehen, die einsturzgefährdet ist. Da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Nicht, dass ich dann irgendwie von der... So, ja, sterben würde durch die... Weil mir irgendwie die Decke über dem Kopf zusammenbricht, sondern eher das Verhungern über Tage, Wochen. Da hätte ich so überhaupt keinen Bock drauf. Dann lieber schnell, zack, zack, Stein auf den Kopf, tot. Als dass ich dann noch ewig da rumgammel. Im Dunkeln. Und du weißt halt echt nicht, was Phase ist. Ob dich jemand rettet oder nicht. Nee. Nee. Überhaupt nicht. In den tieferen Tunneln gibt es gruselige und unerklärte Geräusche, die mich in der Nacht plagen. In der Nacht? Ihr arbeitet doch nicht die ganze Nacht hier. Und es fängt an, einigen, ganz viel abzufordern. Es gibt unberuhigende Geräusche. Viele Male in wenigen Stunden. Trotzdem, wenn ich es anspreche, sagt jeder, ja, schickt mich jeder weg. Als könnten sie die Geräusche nicht hören. Es ist fast schon, als würden die Geräusche nur in meinem Verstand existieren. Wie kann das sein? Was geschieht hier unten? Adam. Was ist das denn schon wieder? Noch ein Aufzug. Warum sehen die eigentlich so top modern aus? Die passen hier gar nicht so rein.
Okay, ich kann nichts drücken. Alles gut. Natürlich. Wo fände ich denn hier einen Schlüssel? Es sieht alles so grisselig-gammelig aus. Noch ein Text. Kontrollierende Entitäten. Irgendwas kontrolliert die Minenarbeiter. Sie haben noch niemals eine Gefahr dargestellt. Das ist unmöglich. Ich weiß, ich kenne Jack schon seit Jahren. Er könnte nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Und trotzdem hat er gnadenlos Brian mit einer Hacke totgehauen. Oder sehe ich Dinge? Es muss irgendwas Dunkles in dieser Mine sein. Irgendwas, das sie manipuliert. Die gruseligen Geräusche und Erscheinungen, die auftauchen und dann aus der Realität verschwinden. Das alles macht mir eine Menge Angst. Ist das alles in meinem Verstand? Oder werde ich einfach nur verrückt? John Wilson. Oh, dieser Staub, der stört total mit der Taschenlampe. Das ist die Frage. Oh! Holy shit, wir sind hier eingesperrt. Ja. Hast du jetzt davon von deiner Untersuchung? Es musste ja sowas passieren. Ach, scheiße. So, und jetzt? Ich hoffe, du bist glücklich. Er gibt nicht mal einen Ton von sich, weißt du? Ach, und plötzlich ist die Tür einfach weg. Trigger, Trigger. Jigger, Jigger, Trigger, Trigger. Ah, Scooter. Ich glaube, wir gehen drauf. Wir werden sterben. Board added to inventory. Ich hab's da auf den Boden geworfen. Alter, und jetzt nix wie raus hier und an die Oberfläche, Junge. Ich sag's dir. Wahrscheinlich macht das nicht. Nö, wir bleiben hier. Alles gut. Ist ja kein Grund. Nur weil uns beinahe weil wir beinahe komplett eingeschüttet wurden. Ist ja kein Grund. Use the barricade doors. Irgendwas zu barrikadieren. Okay. Liebe eines Vaters, ich habe keine Wahl. Der Eingang ist blockiert, als Emma tiefer und Emma ist tiefer in die Mine gegangen. Es ist ein Risiko, aber. Was kann ich sonst noch tun, wenn ich es nicht versuche? Alles war gut, bis die Explosion und die Kämpfe ausgebrochen sind und Chaos verursacht haben. Meine Tochter rannte davon und hat nicht auf meine Bitte gehört, nahe bei mir zu bleiben. Ich werde dich finden, Emma. Boah, das ist schlimm halt, würde deine Tochter hier... Ich würde da auch hinterher rennen. Scheiß drauf. Auch wenn wir beide hier drauf gehen, aber ich würde sie nicht alleine lassen. Und hier in der Tiefe unter der Erde fühlt sich unsere Feier an wie etwas aus einem Story, also aus einem Geschichtsbuch. Das Lachen der Minenarbeiter hallt durch die Tunnel wie eine Symphonie der Freude, die durch die umgebende Dunkelheit verschlungen wird. So ich hier stehe, Contentment, also bin ich im Herzen froh, als ich realisiere, dass ich an keinem anderen Ort am liebsten sein würde. Dieser einzigartige und unvergessliche Geburtstag tief in der Rockwell-Mine ist wirklich ein erstaunliches Erlebnis. Es war ohne Zweifel das Beste und das Beste, was man hätte machen können, und es war ein ganz besonderer Tag für mich. Liebe Grüße, Emma Wilson. Oh wow, ich hätte die ganze Zeit auf Deutsch. Fuck you. Ich bin so ein Held, ne? Ich hätte die ganze Zeit die Texte auf Deutsch übersetzen können, aber ist ja auch egal. Alter.
Ich dachte, ich muss die Tür versperren jetzt. Familie. Alter. Es ist ein Schutzraum, du kommst hier nicht rein. Du der Arsch. Ohne Scheiß. Ich hätte die ganze Zeit... Ja, egal. Heute war ein unvergesslicher Tag, der für immer in meinem Herzen bleiben wird. Denn es war mein Geburtstag und statt der üblichen Feierlichkeiten hatte ich etwas Außergewöhnliches im Sinn. Ich bat darum, den Tag mit meinem Vater verbringen zu dürfen, der in der Rockwell-Mine arbeitet. Als wir in die Tiefen der Mine hinabstiegen, stieg die Aufregung in mir auf. Die Bergleute, bekannt für ihre rauen Gesichter und kohlefleckigen Hände, begrüßten mich mit offenen Herzen und verwandelten die dunklen Industriestollen mit ihren improvisierten Dekorationen und kreativen Partyspielen in ein magisches Wunderland. Unsere gemeinsame Zeit im Bergwerk war pure Freude und Kameradschaft. Diese normalerweise knallharten Bergleute zeigten ihre weicheren Seiten und erzählten Geschichten über Tapferkeit und Widerstandskraft, während wir unzählige Fotos machten, um das Glück und die Zusammengehörigkeit festzuhalten, die diesen Tag ausmachten. Emma Wilson. Oh, das hört sich halt echt schön an, ne? Ihr letzter Geburtstag. Family. Kann ich jetzt bitte hier raus? Ei. What the fuck? Geh mal hier rein, ne? Okay, das war gut. Das war auch fies vor allem. Ich muss sagen, der Teil hier unten gefällt mir um einiges besser als der obere Teil. Oh, shit. Das oben war super generisch und super... Triggermäßig und hier unten ist halt für mich mehr Horror, muss ich sagen. Ich sag, warum haben sie nicht einfach mehr hier unten gemacht als oben? Das Stange. Elevator Handle. Das oben fand ich ein bisschen überflüssig, fast sogar. Unsere Geräte funktionieren trotz regelmäßiger Wartung einwandfrei. Diese unerwarteten Störungen haben uns zeitweise im Dunkeln tappen lassen und uns stundenlang ausschließlich auf unsere Scheinwerfer belassen, bevor die Kreuzungsbeleuchtung wiederhergestellt wird. Spielt uns jemand Streiche? Ben. Komm ich denn hier zurück? Ne. Sackgasse. Alter. Das ist halt, wie gesagt, der Horror für mich. Was? Aber. Da war doch der Ausgang. Hier hinten habe ich doch den Hebel bekommen. Jo. Oh. Alter. Was mache ich denn jetzt? Hier geht's nicht mehr raus. Oh Mann, ey. Es führt kein Weg mehr raus.
Was soll ich jetzt machen? Ich kann nochmal auf die andere Seite laufen, aber das bringt ja alles nicht. Oh! Oh! Mann, ey! Natürlich ist jetzt wieder auf. Ihr Arschgeigen. Wofür brauche ich denn die Aufzugstange, bitte? Elevator Lever Handle. Ach, ich weiß wofür. Ja, 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 der kleine Aufzug hinten. Boah, Kinder. Ich sage, der zweite Teil ist richtig strong. Der erste... Da werde ich viel rausschneiden, sag ich mal so. Also das war ein bisschen uninspiriert. Aha. Aha. Finden Sie den Hebel und Sicherung, um den Aufzug zu bedienen. Jetzt brauche ich noch eine Sicherung. Aber da fehlt doch keine Sicherung. Oh, super. Jetzt ist hier aufgegangen. Ja, gehen wir mal in den nächsten sehr unsicheren Minenschacht, der absolut nicht einsturzgefährdet aussieht. Hallo. Bye. Es ist einfach schön hier unten. So friedlich. Ah, jetzt auch noch Labyrinth. Oder was? Furchtbar. Was war das? Alleine, dass er so doof ist und noch weiter runter will. Ich verstehe es einfach nicht. Hast du überhaupt keinen Selbsterhaltungstrieb oder sowas? Ist ja nur ein Text hier. Ah, ein Schlüssel auch noch. Wir sind tief in die Mine gegangen und der verfügbare Sauerstoff nimmt rapide ab. Verzweiflung beschleicht uns. Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass Wilson darauf zurückgegriffen hat, dass seinen Kameraden Schaden zuzufügen, um den kostbaren Sauerstoff zu bewahren. Ich konnte kaum glauben, dass er eine solche Tat begehen würde. Meine eigenen Augen zeugen jedoch von der düsteren Realität. Da nur noch wenige Stunden übrig waren, sah ich, was ich sah, und das lässt sich nicht leugnen, Ryan. Ich wusste, dass jetzt was hinter mir ist. Ihr Arschgeigen. Exit. Da war schon wieder einer. Das war eine Schaufel. Alter. Ihr ekelhaften Gate 1. Okay. Boah. Noch ein Schlüssel. Gate 2 Key. Ich suche Antworten. Was hat die Explosion verursacht? Die Morde? Wie konnten sie sich so gegeneinander wenden? Ich hatte keine Wahl. Ich musste meine Tochter vor denen verteidigen, die versuchten, sie mir wegzunehmen. Ich behandle seit 30 Jahren jeden mit Respekt und so reagieren sie auch in schwierigen Situationen. Ich kann es nicht glauben. Etwas stimmte zutiefst nicht. Ich muss die Wahrheit ans Licht bringen, John Wilson. Oh! Oh! Lustig. Witzigkeit. Kennt keine Grenzen. Warte mal, ist hier noch das Gate 2 oder? Ich guck mal ganz kurz noch. Ach, da ist es ja. Gate 2. Könnte ich jetzt hier vielleicht die Sicherung? Crap. Das
mache ich denn hier? Aua! Ich glaube, ich muss den Generator ausstellen. Aber weißt du, ehrlich gesagt ist mir das auch lieber. Weil das Licht mit dem Staub zusätzlich, das hat mich jetzt eher nur geblendet. Ich finde das mit der Taschenlampe alleine besser. Oh, geil, ja. Ja, lass mich raten, das ist natürlich wieder mit dem Schlüssel verschlossen. Alter! Ich wollte gerade sagen, kannst du mir mal einen Schlüssel rüberreichen oder so? Aber ist okay, lass mal. Ist jetzt vielleicht die Tür auf? Ach, guck mal. Trigger, Trigger. Sag ich doch. Das ist so unangenehm. Ich dachte gleich, rast der Waggon auf mich zu. Ist hier eine Sicherung? Nee, natürlich auch nicht. Strahlung. Tiefe der Mine tauchen alle verstrahlt aus der Tiefe auf, als wären sie auf irgendeine Art von Kernmaterial gestoßen. Der Ton ist unerträglich, aber man kann den Schall der Strahlung ohne die Ausrüstung hören? Ich verliere unten den Verstand. John Wilson. Ach, guck mal, jetzt ist der Tunnel auf. Geil. Warum auch immer. Ist da wieder was verschüttet? Oh, Kacke. Was ist das denn? Warte. Fatsch. Ist da hinten jetzt was auf? Ich vermute mal nicht. Ne. Ey, es erschließt sich mir halt auch nicht, wie man so doof sein kann. Und einfach noch weiter hier unten rumrennt, obwohl alles einstürzt und Geister und Gefahren und hast du nicht gesehen. Kalte Zugluft entsteht an unerwarteten Orten und das nicht nur durch den Wind. Einige von uns vermuten, dass es versteckte Gänge geben könnte, obwohl wir uns tief unter der Erde befinden, was unmöglich erscheint. Es gibt nur einen Weg rein und raus, aber immer mehr Leute melden dieses seltsame Problem. Löwe haben sie besetzt. Leo. Ja, das ist der Löwe. Ist die Tür... Nee, ist natürlich nicht auf jetzt hier. Aber ich wette, gleich geht's auf, weil der Weg hier vorne verschüttet ist. Oh! Alter, ich hab's doch gesagt, dieser scheiß Minenkarren. Diese Lore. Aber auf jeden Fall geil, der Scare. Ja, ja, ja. Jeder mal, ne? Jeder mal raus hier. Dieses Gekruschel die ganze Zeit, das ist furchtbar. Jetzt kann ich es nicht mehr anmachen. Okay, das ist gut. Er ist ja gut. Lass ihn noch die ganze Zeit durch die Gänge hechten hier. Oh! Alles cool. Alles cool. Ja, husten und pusten ist hier die ganze Zeit. Ach ja, die hat jetzt einfach oben drauf gepfropft. What the hell? Ja, cool, ne? Hi, ich bin so dumm und gehe jetzt runter, obwohl ich sterben werde. Aber ist okay. Ist ja... bin ja nicht ich, ist ja nur der Typ. Das juckt mich nicht. Jetzt kommen noch Geistermädchen.
1000 Feet Underground. Setzen Sie Ihre Ermittlungen fort und steigen Sie tiefer in die Kohlemine hinein. Ach, kein Problem. Mach ich doch gerne. Aha. Das ist das Mädchen. Noch ein Text. Es sind Beweise aufgetaucht, die zeigen, dass der Aufseher unsere Bemühungen sabotiert und so unser Schicksal besiegelt hat. Als wir unseren Abstieg tiefer in die Mine fortsetzten, blickten wir zurück und sahen, wie er die Gasbehälter anzündete. Einen Augenblick später folgte eine ohrenbetäubende Explosion und er verschwand. Es folgte ein weiterer Zusammenbruch, der uns in der Falle zurückließ. Die Frage, die uns beschäftigt, ist, warum sollte er so etwas tun? Benjamin. Aha. Storage Room. Oh, hier ist Gas. Ja, gute Idee. Sich einfach mal selber zu sprengen. Jo. Die zunehmende Zahl vermisster Männer ist nicht zu übersehen und niemand kann Auskunft über ihren Aufenthaltsort geben. Wir werden angewiesen, mit unserer Arbeit fortzufahren und es wird uns mitgeteilt, dass sie gefunden werden, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass ich in der Nähe sein könnte. John suchte neulich Hilfe, was eine unerwartete Bitte war. Aber sowohl er als auch die Person, die ihn begleitete, wurden seit Tagen nicht gesehen. Oliver. Nee. Kann ich mir nicht einfach so eine Gasmaske nehmen? Nee. Yo. Ey. Das Ende. Seite 1. Ich habe die Entdeckung in dem Buch sorgfältig dokumentiert und ein finsteres dämonisches Ritual enthüllt, das angeblich vom Teufel selbst stammt. Na dann? Anfangs fragte ich mich, ob es sich hierbei um einen aufwendigen Schwindel handelte, um eine grausame List, die mich in diese düsteren Tiefen locken sollte. Doch als ich tiefer in die Passagen eintauchte, entfaltete sich vor meinen Augen eine beunruhigende Erzählung. John Wilson. Gascan. Father Gascoin. Warum nimmt er keine Gasmaske? Ich meine, gut, es gibt offensichtlich keinen Luftschlauch dafür und keinen Tank, aber... Wie soll ich da sonst durchkommen durch das Gas? Generator Room Door. Soll ich das vielleicht abpumpen lassen, das Gas? Ach, guck mal. Dass man es auch gar nicht verpassen kann. Okay, das ist cool. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ist eine gute Idee. Oh! Du Arschloch! Das reicht jetzt. Habe ich jetzt. Okay. Er atmet nicht mal. Man hört ihn nicht atmen, gar nichts. Es knistert schon wieder so Tunnel B. Ohne Scheiß, was hoffst du hier zu finden, du Held? Das Ende Seite 2. Der Text enthüllt eine schreckliche Geschichte, in der es um den unstillbaren Durst eines Dämons nach Macht in unserer Welt geht. Eine Macht, die nur durch das Opfer einer Frau erlangt werden kann. Wenn dieser Bericht wahr ist, dann ist das Buch von mir keine bloße Fiktion. Vor mir, nicht von mir. Es ist eine greifbare Verbindung zur Ursache des unerbittlichen Chaos, das uns belagert hat. Diese Mine sollte nie ausgegraben werden. Es beherbergt den uralten Dämon, ein bösartiges Wesen, das seit unzähligen Jahrhunderten im Schatten kauert. John Wilson. Geht er doch auf. Uäh. Ich hab kein...
Okay. Ich habe keinen Schlüssel. Toll. Und nicht schon wieder so ein Trigger-Quatsch. Dass ich jetzt erst wieder zurück muss oder wird irgendwas ausgelöst? Und lag der Schlüssel hier noch irgendwo? Ich habe nichts gesehen, aber nur die Nachricht auf dem Fass. Ne. Da liegt nichts. Mehr Labyrinth. Und überall hört man das runterrasseln, das Geröll. Die Steine. Aha. Altes Buch. Ich bin in einer Minenkammer auf ein kryptisches altes Buch gestoßen, das Hinweise auf die Existenz verborgener Kammern gibt, die noch nie zuvor von einem Menschen gesehen wurden. Diese Enthüllung erschwert meine Bemühungen, meine Tochter ausfindig zu machen und ihre Sicherheit zu gewährleisten zusätzlich. Ich muss dieses Buch lesen. Es könnte die Antworten enthalten, nach denen ich so verzweifelt suche. John Wilson. Oh! Ja. Boah, das grüne Licht, das ist echt anstrengend hier mit dem Gas. Ja, ich habe immer noch keinen Schlüssel. Das ist auch eine andere Tür, also. Cool. Hier geht's gar nicht weiter. Oh! Oh! Ach, die Tür ist jetzt aber auf. Oh, das Gas ist echt. Ist fies hier. Na endlich! Markierungen! Als ich mich der Stätte näherte, stieß ich auf seltsame, uralt wirkende Markierungen, die in die Minenwände eingraviert waren. Überall um mich herum ereigneten sich Morde, Einstürze und bizarre Auftritte von Bergleuten und ich bin ratlos über deren Ursprung und Zweck. Das war wieder John übrigens. John Wilson. So. Alles gut, ne? Ihr lasst mich hoffentlich jetzt in Ruhe. Okay. Warte. Hier war das. Eine C. Oh! Mann, ey! Rockwell Mine. Immer diese Jumpscares ins Gesicht. Ah, okay. Ist er eigentlich so am Atmen oder hört er irgendwann darauf zu rennen, ist die Frage. Oh nein. Wenn ich die ganze Zeit sprinte, hört er dann irgendwann auf? Aha. Schon wieder. Oh, Kinder. Thank you.
Oh. Was war das schon wieder? Es geschehen hier die ganze Zeit Dinge, ne? Ach, hier ist jetzt auf. Sehr gut. Ich sag ja, Trigger wieder ablaufen. Das hat so gut funktioniert ohne hier unten. Und jetzt machen sie es wieder. Naja. Aha. Unerwartet erlebten wir die letzte Woche eine Überschwemmungsangst ohne klare Quelle. Aber das Wasser strömte schnell herein. Es scheint, als wären wir in eine Art Wassersack eingebrochen. Ein bestimmter Tunnel ist ständig von Überschwemmungen bedroht, was die Durchführung unserer Arbeiten in diesem, unter diesen Bedingungen äußerst schwierig macht. Ethan. Der hier? Oh ja. Okay. Oh, was war das schon wieder? Alter. Oh! Was ist das schon wieder? Alter. Oh Mann, ey. Das Ende, Seite 3. Vielleicht wurde das Buch selbst von längst vergessenen Zivilisationen beigesetzt und seine Geheimnisse seit Äonen begraben. Und doch führten uns unsere unaufhörlichen Ausgrabungen zu dieser schrecklichen Offenbarung. Ich trage eine schwere Last und weiß, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun muss, um die Flucht dieses Dämons zu vereiteln. John Wilson. Ist okay. Kriegen wir hin. Also geht's hier um einen Dämon, ja? Water Pump. On. 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 Okay, wird das jetzt leer gepumpt oder muss ich noch was machen? Anscheinend war es das jetzt, oder? Nee. Aber den Hebel konnte ich ja nicht umlegen, oder? Was ist jetzt los hier? Ah, okay. Eine Pumpe läuft. Das reicht natürlich nicht. Ja, und wo wird das Wasser jetzt hingepumpt? Ach, guck mal, es ist... Okay, es ist schon abgepumpt, sehe ich jetzt. Alles klar. Muss ich hier Dynamit anbringen? Sieht so aus, zumindest. Ja. So ein Bündel Dynamit. Dann gucken wir mal. Ach, da ist schon wieder einer. Hallo. Und dreht er sich so abgehackt. Hi. Deine Maid. Okay. Aber warum soll ich das sprengen? Gibt es da irgendwie einen Grund für? Einfach so. Hier ist auf jeden Fall schon mal die Lunte. So. Und die führt jetzt wahrscheinlich da in den Gang rechts von mir. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Alles klar, dann sprengen wir den Spaß mal. Okay. Ja. Blasting Signals. Mir doch egal. Das Ende, Seite 4. Während sich die Wahrheit von... vor mir herauskristallisiert, überkommt mich ein tiefes Gefühl der Angst. Wir haben unabsichtlich ein Ritual ausgelöst, das den Teufel von diesem verfluchten Ort beschwören soll. Der Dämon hat uns manipuliert und unsere Arbeit in ein Werkzeug für seine schändlichen Pläne verwandelt. Bedauerlicherweise ist dies der einzige Fall, in dem sich eine Frau in die Nähe der Mine gewagt hat und die Verantwortung für dieses Unglück liegt bei mir. John Wilson.
Okay. Ja, die Tochter war quasi der Auslöser dafür, dass hier alles passiert ist, oder? Also es sind vorher schon Dinge geschehen, aber die Tochter... Leider hat sie wohl den Dämon auf den Plan gerufen, weil der hat seine Chance gesehen, dann zu entkommen, ja? Das ist scheiße. Die arme Tochter, und für sie war das so ein schöner Tag hier. Aha. Oh, dieser Nebel und das Licht so flimmert da drin, das ist furchtbar. Das ist ein bisschen anstrengend für die Augen, finde ich, weil es alles so generell dunkel ist. Oh! Ist ja gut. Ich wollte nur, dass er ein bisschen weniger heftig atmen muss. Kurz gewartet. Die Explosion hat die Tunnel in Schutt und Asche gelegt und ich versuche verzweifelt einen Ausweg zu finden. Es ist dunkel und voller Staub und je weiter ich gehe, desto mehr sehe ich schattenhafte Gestalten, die Menschen ähneln. Mit jeder Begegnung steigt die Wut in mir hoch und alles wird bedrohlich düster. Noah. Alter. Noch mehr Tunnel, die sich abzweigen. Wunderbar. Ungewöhnliche Geologie. Da steht einer vor mir. Die Felsformationen tiefer unten sind anders als alles, was wir je gesehen haben. Es ist beunruhigend und wirft die Frage auf, womit haben wir uns beschäftigt. Das war auf keiner Vermessungskarte zu finden und ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Was passiert hier? John Wilson. Nein. Bis zur Hölle. Das geht richtig schön tief runter. Eieieiei. Oh, das ist das Höllenloch. Ich habe die Höllenbubble entdeckt. Das ist die schlimmste Bubble von allen. Das Ende, Seite 5. Ich muss die düstere Realität anerkennen. Es gibt keine Erlösung für sie oder mich. Ich muss den Sprengstoff zünden, um der Qual der geistesgestörten Bergleute ein Ende zu setzen und diese böswillige Macht in mir einzuschließen. Auf diese Weise hoffe ich zu verhindern, dass ein solches Unglück jemals andere trifft. Bitte finden Sie es in sich, mir die Sünde zu vergeben, die ich begehen werde, John Wilson. Okay, das ist krass. Oh, was? Was mache ich denn jetzt? Oh, die Wände. Hier.
hast geschafft. Okay, das, wie gesagt, die Mine hat mir super gut gefallen. Der Abschnitt oben, ey. Aber die Mine war schon ganz geil. So wie die Bodentextur ist auch sehr geil. Voll das verrostete Auto. Achtung, er ist jetzt besessen, pass auf. Wenn ein Bergmann in seinem Traum einen Albtraum hat, wird er keine Angst haben, weil er den schlimmsten Albtraum in der realen Welt durchlebt. Mehmet Murat Ildan. Ich bin ungemein dankbar, dass ich die erschütternde Erfahrung der Bergleute eintauchen und die unerzählte Geschichte enthüllen konnte, die der Öffentlichkeit so lange verborgen geblieben war. Ich glaube, dass ich dazu beigetragen habe, diese verlorenen Seelen den Frieden zu geben, den sie verdienten. Zu Ehren von John Wilsons Opfer und der tiefgreifenden Wirkung, die er hinterlassen hat, habe ich es mir zum Ziel gesetzt, eine Geschichte zu schreiben, die dafür sorgt, dass sich die Rest der Welt an das Erbe erinnert, das er hinterlassen hat. Und das ultimative Opfer, das er für uns alle gebracht hat. Bericht Robert Smith. Ja, sollte jetzt wahrscheinlich so ein wahres Begebenheitsding sein durch dieses Ende. Aber ist natürlich Quatsch. Ja, war ganz gut. Ich würde sagen, mittelprächtig bis okay. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Lasst mir Liebe da, wenn ihr möchtet. Und jetzt lese ich euch noch die Leute vor, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin der Bruga. Ciao. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burgerbun Slayer, Cindy H., Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S., Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpup, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Shane TSGTV, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Vantan und Wölfchen 0909.